Gut, Kickfreunde, Samstag 15:30 geht's gegen die Augsburger. Die Augsburger, die seit 3 Spielen ungeschlagen sind. Das hätte man vor der Saison auch nicht gedacht, dass das mal eine Serie von Augsburg wird. Ja, 3 Spiele ungeschlagen. Zuletzt ein 3:2-Sieg über den FC Schalke 04. In Unterzahl. In Unterzahl können wir gleich nochmal auf das Spiel so ein bisschen eingehen, was man daraus vielleicht ableiten kann, wie Augsburg spielt, wie wir sie bezwingen können. Ja, 3 Spiele ungeschlagen, das wird eine schwierige Aufgabe, auch gerade weil wir in den letzten Spielen nicht so überzeugen konnten, auch gegen Stuttgart kein super Spiel gemacht, endlich mal wieder gewonnen, aber ja, das wird schwer. Wie schätzen wir Augsburg ein? Wie stehen unsere Chancen? Wie pessimistisch sind wir? Ja, Augsburg jetzt, wenn man sich die letzten 5 Spiele betrachtet, also die Formtabelle, wie sie im Großen und Ganzen ist, sind sie Platz 5, wegen den 3 Siegen, die du schon angesprochen hast, in den letzten Spielen, darunter ja auch eins gegen Bayern München. Also, ja, ist eine eklige Mannschaft, die eben auch schon seit Jahren unten im Abstiegskampf ist und deshalb auch weiß, wie sie da spielen müssen. Und das siehst du halt auch in ihrer Spielanlage, nenne ich es einfach mal, sehr wenig Ballbesitz, eine Passquote, die unterste Tabellenkeller in der Bundesliga ist, im 60er-Bereich, 69% oder so waren es. 69. Okay, mach Die weiter. ja auch tatsächlich die wenigsten Torschüsse haben, weniger als wir und damit auf 18 sind. Aber dafür sehr effizient sind und ja, eben die Tore gemacht haben. Effizienz würde ich sagen, das Stichwort. Auch gerade wenn man sich das Spiel gegen Schalke anguckt, nochmal um auf den Ballbesitz zu kommen. Schalke ist ja auch nicht so bekannt als die ballbesitzlastige Mannschaft. Und der Schalke kann natürlich auch mit der roten Karte ab der 70. Minute so ein bisschen zusammenhängen. Aber Schalke mit 56% Ballbesitz in diesem Spiel gegen den FC Augsburg, das muss schon was heißen. Und ja, sehr effiziente Augsburger Mannschaft. Ich will mal gerade schnell schauen, wie viele Schüsse sie aufs Tor hatten. Schüsse aufs Tor 6, davon 3 gemacht, 50%. Das ist schon nicht schlecht. Ja, einfach eine sehr formstarke Mannschaft, die weiß, wie sie zu kämpfen hat. Jahrelang immer unten drin im Abstiegskampf. Letzte Saison Platz Müssen wir schauen. 14 gewesen, wenn das richtig ist. Ja, müsste richtig sein. Daher kennt Augsburg das, wie sie zu fighten haben. Das wird ein sehr schwieriges Spiel. Jetzt auch Demirovic gut eingeschlagen mit 2 Buden gegen Schalke. Hahn noch eins gemacht, Hahn aber verletzt. Hahn ist aber verletzt und wird nicht spielen. Und wenn wir schon dabei sind, Berisha hat die rote Karte bekommen. Auch würde ich jetzt mal behaupten, sehr wichtig, dass er nicht spielen kann, weil er doch nicht so schlecht ist. Hat auch gegen Bayern das 1:0 gemacht, was dann letztendlich auch der Siegtreffer war. Udokai ist noch aus dem Kader. Ich weiß aber auch nicht, wie lange das jetzt schon ist. Es gab aber Berisha und Hahn, dass die jetzt ausfallen, ist, glaube ich, nicht so schlecht für uns. Genau, sehr schwerwiegend für Augsburg, nicht schlecht für uns. Es wird noch ein Wiedersehen geben mit Elvis Rexbitscher, der seit dieser Saison bei Augsburg spielt. Der da auch direkt zum Faktor ist. Also der passt da mit seiner Mentalität auch einfach rein. Du, Augsburg, auch da, sie sind hinter Stuttgart die Mannschaft mit den zweitmeisten Karten. In Sachen Fouls muss ich hier mal schnell gucken. Sind sie auf Platz 5, haben gleich viele Fouls wie wir. Und dazu passt er auch einfach. Das siehst du einfach auch, wie hitzig die Spiele jetzt vor allem die letzten 3 Spiele waren. Darunter Bremen und Schalke vor allem hat man das gesehen. Da war es jetzt nicht unbedingt Drecksbitscher, der es war, sondern auch Gikiewicz, der da einfach, der ist im Tor, hält seine Bälle und dann gegen Bremen hat er aktiv provoziert, was ich tatsächlich auch sehr, sehr amüsant fand, wie er das gemacht hat und wie die Bremen-Fans da Man findet so aktiv lange waren. amüsant, bis es gegen die Ja, eigenen deswegen. Fans geht. Dann hätte ich ihm, hätte Aber ich in der Tore gestanden, hätte ich am liebsten. die Schalke-Fans haben halt auch wieder gezeigt, was da. Wie viele da eigentlich asozial sind, denn da hat er nicht provoziert. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube auch nicht so anders, wenn du es gesehen hast. Gikiewicz will seine Flasche holen, geht dahin, ja, und schützt sich dann, macht den Arm hoch, weil er nicht unbedingt von Feuerzeug am Kopf getroffen wird. Und dann kommt ein Terodde, von dem wir jetzt auch hier nicht unbedingt der größte Fan sind, und schubst den da weg und will da irgendwas machen. Also. Ja,
habe ich, also ich habe die Szene vor Augen, will ich jetzt kein Urteil mehr drüber Aber bilden, nur ob vorher dazu. was passiert ist oder Ja. vorher schon im Spiel. Kann ja sein, dass man zwischendurch mal sich umgedreht hat und gegen die Kurve was gemacht hat, deshalb, Aber dazu gesagt, Gikiewicz ist halt auch eine Drecksau, die man aber auch in jedem Fall braucht, die ich bei Wolfsburg tatsächlich stellenweise vermisse, genauso wie eben auch ein Rexwitsch halt, wodurch wir ja auf Gikiewicz gekommen sind, der einfach da ist, der die Zweikämpfe macht, der zur Not auch mal einen Foul zieht. Das fehlt bei uns so ein bisschen. Vor allem, wenn man jetzt, wie es ja länger aussieht und noch immer aussah und jetzt immer noch aussieht, dass man im Abstiegskampf vielleicht etwas dabei ist. Ja, auf jeden Fall, wir sind doch absolut drin Ja. und deswegen werden Sieg gegen Augsburg umso wichtiger. Und ich würde sagen, wir gehen zu der Aufstellung, den 11 Leuten, denen wir vertrauen, einen Sieg gegen Augsburg zu holen. Das ist die 11, der wir vertrauen. Die 11 sollen es richten. So ein bisschen auch wie immer unsere Wunschelf, nicht die 11, bei der wir glauben, dass Kovac sie am Ende aufstellen wird. Denn wie man schon sieht, gerade rechts hier, ein Fischer, der wird nicht spielen, der wird wahrscheinlich noch nicht mal ein paar Minuten bekommen. Das wird Baku über die ganzen 90 Minuten machen. Da hat ein Kovac sich wahrscheinlich als Aufgabe gemacht, Barco wieder zurückzubringen zu alter Form. Bloß, wenn er eben seit anderthalb Jahren, wo man eigentlich bei jedem Trainer das Gefühl hat, dass er es das probiert hat, es immer noch nicht geschafft wurde, dann ist es halt vielleicht auch irgendwann nur noch hoffnungslos. Ja. Also wir hoffen weiterhin auf Fischer, wenigstens, dass er mal ein paar Minuten bekommt Ja. und zeigen kann, dass das vielleicht auch in der Bundesliga kann. Der Hund findet es auch. Wir machen weiter mit der linken Seite oder mit der kompletten Verteidigung. Da tut sich nicht allzu viel. Das sind Otavio, Van de Ven und Lacroix, die sich mittlerweile eingespielt haben, die fast über die gesamte Saison, denke ich mal, wenn nichts groß passieren sollte, so die Stamm-Innenverteidigung, Außenverteidigung bilden werden. Ein Bonau fällt da ein bisschen hinten ab. Der wird immer mal wieder reingeworfen, aber. Ja, der kann halt, wenn jetzt zum Beispiel wie gegen Stuttgart Lacroix ein schlechtes Spiel hat, hast du Bono, kannst ihn in der 60., 70., 80. reinbringen, einfach um ihn vielleicht so ein bisschen zu zeigen. Lacroix strenge ich an das nächste Spiel oder auch einfach um Sicherheit reinzukriegen, wenn man merkt, dass einer von beiden unsicher ist in dem Spiel, irgendwie schlecht gegessen hat, falsche Genau. Bein aufgestanden ist, hast du ihm da. Ein Der dann hinten super, ist. super Innenverteidiger, der ja da für die beiden reingeworfen werden kann, der auch auf eine Rechtsverteidigerposition gegen Schalke war es, glaube ich, auch spielen kann, wenn es mal gegen Gegner geht, die viel über Flanken kommen und wo man eher dann defensiv nochmal einen etwas größeren Spieler haben möchte, kann man auch Bonner auf die rechte Seite Also packen. in Sachen Flanken, du sagst es, Augsburg nicht die Mannschaft, die jetzt über viele Flanken kommt. Deswegen ist da jetzt auch nicht die Not, dass du sagst, Genau. Bono mit seiner Kopfballstärke muss da unbedingt spielen. Genau. Machen wir weiter Mittelfeld, da auch unverändert im Vergleich zum Stuttgart-Spiel. Stuttgart. Gerhard, klar, hat ein Tor gemacht, hat super gekämpft für die Mannschaft, ein cooles Spiel gemacht. Wird spielen, Arnold, unser Kapitän, sowieso. Und auch in Swanberg gefällt mir von Mal zu Mal besser, auch Wird immer besser. gerade gegen Stuttgart. Vielleicht auch in der Kombination mit Gerhard und Arnold, mit den tiefen Läufen, die er macht, kann sich offensiv super einbringen, wenn er neben Gerhard und Arnold spielt. Ja, sogar eher mehr als Zehner als neben denen. Ja. Und da ist dann eben seine Stärke. Wir haben es, glaube ich, schon lange gesagt. Er ist kein Schlagerersatz, als was er vielleicht geholt wurde letztendlich. Denn dafür ist er von der Spielanlage einfach komplett unterschiedlich. Er ist eher so einer wie Arnold, bloß in einer offensiveren Rolle. Also er ist ein Spielmacher, der am 16er da sein muss und dann die entscheidenden Pässe spielen kann. Ja, und wenn man ihn in Szene bringen kann, ich erinnere mich auf einen Steckpass auf einen Matcher, wo wir das Ding am Ende, ich glaube gegen Köln war es, und jetzt auch wieder mit einem tiefen Lauf gegen Stuttgart, wo er dann nochmal zurück auf Gerhard legt, der wird von Mal zu Mal besser und daher bleibt auch Sandbeck in der Startelf. Offensiv gibt es nur eine Änderung, Marmoush hat das vorne in der Box richtig gut gemacht und auch wenn Matcher wieder fit sein sollte, die Pressekonferenz konnten wir jetzt leider nicht abwarten, die ist in der Er ist wieder Viertelstunde. fit, er ist wieder Mannschaftstraining gewesen. Also da ist das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ein Kovac sieht, Metscher ist fit und ihn wieder einsetzt. Und
man ehrlicherweise sagen muss, die Not besteht jetzt nicht, dass du sagst, Metscher muss unbedingt spielen. Ja. Also Marmoush, wie du es schon gesagt hast, hat das gut gemacht vorne als zentraler Stürmer. Hat er eben wieder seine Aktionen gehabt, sogar mehrere in dem Spiel. Und Wimmer hast du dann rechts, der präsent Also ist. Wimmer steht außer Das, Frage. der wird schon auf jeden Fall Das können spielen. wir direkt abhaken. Da wird auch unter Kovac spielen, denn der kam aus von seiner Verletzung wieder zurück und hat das super gemacht. Letztendlich wird nur die Frage sein, wird Brekalo spielen oder Metscher? Und ich muss ehrlicherweise sagen, Metscher, ja, ist kein schlechter Spieler, bloß Zeigt es in den letzten Wochen er hat nicht. es. Er zeigt es weder bei der Nationalmannschaft, wenn er da ist, zeigt dann weder, dass er Tapetenwechsel hat und dann in der Bundesliga wieder da ist. Also dann lieber Marmoush als zentralen Stürmer spielen und Perekalo hoffen, dass er eines seiner 5 Spiele hat. Ja, also genau. Wir hoffen auf Mamusch und Brekalo. Kein großer Fan von Brekalo, aber ja, je nachdem, ob er seine privaten Probleme da klären konnte, das wissen wir, wie gesagt, auch nicht. In der Viertelstunde ist erst die Pressekonferenz. Ja, sollte aber ein Matcher spielen, ist natürlich logisch, dass Mamusch dann auf die linke Seite kommt und ein Matcher vorne rein. Und eben, wir hatten es ja auch schon angesprochen, Augsburg nicht unbedingt auf Ballbesitz aus, heißt, du wirst höchstwahrscheinlich viel Ballbesitz haben. Ja. Und da ist dann vielleicht ein Prekalo oder auch ein Marmoush als Spieler besser, weil die schon in einer gewissen Weise was mit dem Ball anfangen können. Prekalo, auch wenn ich da eine oder andere höre, die sagen, dass er sein Dribbling schon ankündigt, 5 Minuten vorher. Dann, ja, aber er geht halt wenigstens ins 1 gegen 1 und das ist auch nicht so schlecht gegen so eine Mannschaft wie Augsburg, die eben hinten drin steht. Genau das gleiche wie Marmoush. Also, wie ist das 1 zu 1 gefallen, indem er einfach ein Dribbling gestartet hat über links außen, Doppelpass und dann geschossen hat? Doppelpass mit Kaminski, Kaminski. der uns im letzten Spiel nicht allzu gut gefallen hat. Hatten wir auch schon angesprochen, ist noch sehr jung. Den kannst du halt wieder einwechseln dann Und dann macht er das bestimmt auch nach gut 60, 70 als Minuten. Faktor so in den letzten 10, 15 Minuten. Weil er eben auch direkt da ist, das hast du bei seinen Einwechslungen immer gesehen. Er ist Ja. halt direkt da und hat seine Chance gehabt immer. Aber ein Kandidat für die Startelf, dann vertrauen wir Noch lieber nicht auf jeden Fall. auf die Leute, die schon länger in der Bundesliga bewiesen haben. Ganz kurz zu meinem Tipp, bevor wir die Tafel runterlegen, denn mein Arm schläft fast ein. Ich tippe auf 1 2 zu 1 für uns. Jetzt legen wir die Tafel runter. Ich tippe tatsächlich nicht, weil ich glaube, man hat sogar im Stuttgart-Spiel leicht rausgehört, die volle Überzeugung, dass man jetzt einen Umschwung geschafft hat, ist noch nicht da. Dafür, um dann wirklich zu sagen, jetzt wird es vielleicht anders laufen, sollte man den zweiten Sieg direkt hinterher schieben. Gegen Augsburg sollte das, auch wenn sie formstark sind, wie wir schon angesprochen haben, machbar sein. Sollte auf jeden Fall der Anspruch sein, dass man gegen Augsburg gewinnen sollte. Mit dem Und Kader. ja, und dann sage ich, ja, jetzt kann man langsam von einem Umschwung reden, denn das gleiche wie gegen Frankfurt, da hast du auch 1-0 gewonnen, aber letztendlich, Was hat's uns gebracht? was hat's gebracht? Danach 2-0 kläglich gegen Union verloren. Ich bleibe trotzdem so ein bisschen optimistisch. Jetzt ich hoffe, wir nehmen den Schwung aus dem Stuttgart-Spiel mit. Dieses 3 zu 2 in der Nachspielzeit, das hat uns hoffentlich so ein bisschen den Schwung gegeben, um jetzt auch gegen Augsburg zu gewinnen. Deshalb tippe ich 2 zu 1 für uns. Und jetzt ist ja auch Wimmer wieder dabei, was ja, wir haben es auch schon angesprochen, er ist halt präsent. Er hat nicht unbedingt die großen Aktionen gehabt in dem Spiel, aber er war halt da. Du hast halt gesehen, Wimmer ist da. Und Genau. solche Spieler sind wichtig. Und genauso in den Kommentaren auf den Stuttgart-Rückblick wurde es auch geschrieben, Gerhard ist auch immens wichtig, der einfach da ist, für die Mannschaft läuft, einfach auch präsent war in dem Spiel. Und jetzt kommt nach dem Augsburg-Spiel wahrscheinlich dann auch Wind wieder zurück. Für Augsburg wird's oder ziemlich sicher Ja. nichts, aber danach kommt Wind auch wieder zurück. So Vielleicht langsam. kommt ja Wind in Kader mit. Man weiß ja nie, was passiert, So letztendlich. langsam erholt sich der Kader so etwas. Und daher, ja, gewinnen wir 2-1 in Augsburg, hoffe ich mal. Und dann schauen wir nach vorne und dann geht's auf jeden Fall ja, Richtung einstelligen Tabellenplatz. Wir bedanken euch bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Gerne dem Kanal ein kostenloses Abo dalassen, dem Video ein Like. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr Augsburg gegen Wolfsburg tippt. Und ansonsten gut Kick und bis zum nächsten Mal.